So Leute, ich bin's, MC Arschl, und ich fühle mich langsam von mir selbst verarscht. Ich habe 4, 5 Testaufnahmen gemacht und habe es nicht geschafft, diese Rakete in Orbit zu machen. Privat, wo ich nicht aufgenommen habe, ein paar Mal, dreimal oder so, habe ich es geschafft. Also ich fühle mich jetzt langsam verarscht. Ich mache es jetzt noch einmal. Also aufbocken, SAS möglichst vorher anschalten, geht aber auch danach. Diese Stage unten aktivieren, 2 drücken, damit diese 4 äußeren Engines angehen. Dann diese Tanks blocken. Man kann sie auch anlassen, ist nicht so schlimm. Nur ich möchte sie gern für irgendwas als Reserve haben. Ja, dann aufs Throttle, bis ganz da oben. Und hoffen, dass nicht wie gerade eben ein Bug ist, dass wir hier unten im Boden feststecken und nach vorne kippen. Weil im Normalfall sollte die Rakete genau abheben. Funktioniert doch. Dann richten wir uns jetzt schon mal aus. Halt, das mache ich mal aus der Cockpit-Sicht. Hat vielleicht noch von mir keiner gesehen, wie ich dort geflogen bin. So, dann richten wir uns hier auf diesen Punkt aus. Na, noch ein Stücke. So. Dann sind wir auf 1500 Metern. Und bei 10.000, Quatsch, bei 10.000, bei 14.000 zu 15.000 ziehe ich hier auf diese 90er Marke. Ja, kurz zur Rakete, ich habe ja ein klein wenig umgebaut. Ist wirklich nur ein klein wenig. Ich hatte die, ja, nicht Triebwerke, sondern Luftansauger oder was auch immer man als die bezeichnen soll, umgetauscht zu diesem Konstrukt, also diese Dinger und hier sowas. Ist erstmal leichter, zweitens sind die auch in größeren Höhen effizienter. Dann hier Fallschirme, hier außenrum. Ich hoffe mal, ich kann zur Not hier oben noch 8 hinklatschen, das ist nicht das Problem. Ich hoffe mal, dass die so jetzt auch halten. Ja, sonst habe ich nur mal hier 2, ja, SAS oder keine Ahnung, wie jetzt da die Mehrzahl ist, rangemacht. Hier auf diese beiden, bei Symmetrie. Und hier unten einen großen Tank ran. Für diese Engine. Wenn wir es mit der jetzt in den Orbit schaffen, ich weiß ja jetzt, da ich es dreimal geschafft habe, da ich jetzt eine Aufnahme mache, kann es sein, dass ich es wieder verkacke, wird es auch ein Download-Täte geben. So, jetzt haben wir die 14, jetzt schwenken wir langsam um. Na, ein bisschen gegensteuern. So, eingeloggt. Und jetzt heißt es darauf achten, was die Rakete macht. Dabei den Anschlag, also mehrere Finger auf Anschlag lassen. Ein auf die 3, ein aufs R und an der Maus diesen Tank mit Rechtsklick machen. Und sobald die Rakete zuckt, also probiert sich in die andere irgendeine Richtung zu bewegen. Man kann sich auch die Höhe merken, weil ich mache das gern, wenn die Rakete zuckt, denn es ist manchmal unterschiedlich. Dann klicke ich linke Maustaste, um diesen Tank zu sperren. R und 3. Weil wir brauchen jetzt RCS, um das Ding zu stabilisieren, sonst anfangs kriegen wir das nicht stabilisiert. Aber jetzt muss ich mich kurz konzentrieren. Ich entschuldige mich, falls es leiser wird. Oder falls ich ruhiger werde. Gut reagiert von mir jetzt. Denn wie man gesehen hat, die Rakete hat sich verzogen. Die wäre jetzt ins Drehen gekommen und ins Schleudern, weil diese haben nicht mehr genug Intake Air gehabt, um groß noch was zu machen. Ja. Huch. Dann empfehle ich jetzt noch nicht genau auszurichten, denn jetzt ist die Rakete noch ein bisschen instabil. Und wir können aber mal ein bisschen runter throtteln. Immer so, dass die Apoaps zwar noch entfernt von uns. Das Wichtigste, sie darf nie sinken.
So, anhand dieser Höhe, dieser 31, jetzt 32.000 und diesem Fuel, schätze ich jetzt mal, dass wir es schaffen. So, jetzt ist der erste Tank, glaube ich, leer gegangen. Der hier unten, genau. Jetzt fängt er, weil ich die ausgeschalten habe, die beiden äußeren hier an. Und dann den inneren. So, jetzt kann ich noch mehr runter throtteln. Weil die Dinger sind, wenn man sie ganz schön... Also ich empfinde das immer so, wenn man sie hoch macht, dann pusten die mehr Kraft raus als... pusten die weniger Kraft raus, als ich an Fuel da investiere. So habe ich das Gefühl. Es kann natürlich auch anders sein, dass es 100% ist und dann, egal ob 100 oder 50, dass es ja auch die Stufe ist. Dass es dann 100 mal doppelt so viel bringt und zieht wie 50. Das kann, könnt ihr mir aber sagen. Ich habe so das Gefühl, deswegen werde ich auch so fliegen. So, dann werde ich hier mal ein bisschen... So, die steigt noch. Treibstoff sieht auch noch relativ gut aus. Sind die Engines aus oder was ist hier los? Keine Ahnung, vielleicht funktionieren sie bei zu niedriger Anforderung nicht. So, dann richten wir uns jetzt langsam mal auf diesen Punkt aus. Mal gucken, ob ich ACS schon ausschalten kann. Ja, er hält sich. In unteren Schichten hätte die angefangen zu wackeln, wie man unschwer erkennen konnte. Gut, bei mir jetzt zwar nicht, aber weil ich es halt angelassen habe. Aber schadet doch nicht, wir haben nicht gerade so viel verbraucht. Also es ist noch relativ. So, Treibstoff sieht auch gut aus. Die entfernt sich wieder, das heißt wieder so, ein Stück weiter ausrichten. Und den Anschein nach vom Fuel Level und dieser Höhe habe ich jetzt ein besseres Gefühl als gerade eben bei den Aufnahmen und könnte schon fast behaupten, dass wir es schaffen. So, jetzt hier drauf ausrichten, denn es geht sehr schnell jetzt. Zack, 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 zack. Gleich dürfte unser Periapsis rein theoretisch rauskommen. Halt, die Engines weg. Gut, der ist noch nicht bei 70. So, ja, wollte eigentlich 75. Jetzt muss ich dahin warpen, noch mit dieser Warpstufe. Aber gleich ab 70 geht's ohne. Wie gesagt, ich habe hier noch eine kleine Reserve bei niedrigem Schub. Ich weiß nicht, ob wir sie brauchen. Auf jeden Fall können wir da noch unseren Orbit ein bisschen verändern. Wenn nicht, hilft in diesem Fall hier auch RCS. Wer es nicht glaubt, unsere Rakete lässt sich auch mit RCS den Orbit erweitern oder verringern. Das werde ich auch später demonstrieren, denn da geht uns das Fuel aus. Denn ich will jetzt einen Orbit, erst einen stabilen. Und dann will ich nachher wieder zur Landung ansetzen. Da werden wir dann spätestens RCS brauchen, um unseren Orbit klein zu kriegen, sage ich mal. So, die 70 haben wir noch nicht erreicht. Ja, ging erst ab 70. Der freut sich. Ja, Moment. Ich kann das Ding ja mal drehen. So, dass wir die Erde sehen. Oder Kerbin in diesem Fall. Drehe ich mal so lang. Da ist er doch. Halt! Dreht er sich wieder zurück. Bitte andersrum drehen.
Zack. Denn wir haben ja diesen Punkt noch nicht erreicht. So. Jetzt ist dieser Wert hier schon auf diese 70.000. 10.000 habe ich gesagt. Und jetzt sind wir auf 70.000 circa. So, jetzt sind wir hier. Diese Rakete, wie man sieht, ohne ACS lässt sich wunderbar steuern. Oder dieser Teil einer Rakete. Na gut, es ist eine vollwertige Rakete, denn damit sind wir in den Orbit gekommen. Und jetzt brenne ich noch ein kleines Stück, damit das hier über 70 kommt. Zack, 72, 73. Passt. Quicksave. Normalerweise würde ich den Part jetzt beenden. Ich werde das Ding jetzt aber noch probieren zu landen. Dazu geht es wieder auf die andere Seite. Ja, ich kann nicht weiter. Jetzt mache hier die Meldung weg. Also wir wären jetzt in einem stabilen Orbit. Alles, glaube über 70 ist stabil. Oder ab 70, sagen wir es so, über 70 erst recht, aber ab 70, glaube ich. Kann auch ein Stück weiter unten sein. Und dann, also wir wären jetzt hier in einem stabilen Orbit. Den machen wir mal wieder zugrunde. Denn ich will landen. Irgendwie ist gerade meine Frameszahl eingebrochen. Ich muss hier hin, sonst treffe ich da diesen Punkt nicht. Ich setze mir mal ein Manöver. Halt. Nach unten bitte. Ich wollte es doch nicht entfernen. So, und jetzt noch nach unten. Ja, damit ich da auch schön lande. So, das heißt, 5 Minuten bin ich jetzt wieder unter 70. Ach ja, ich habe ja gerade abgebremst. Ah, hätte ich wahrscheinlich nicht machen sollen. Ja, dann überspringe ich mal kurz die Zeit, bis ich da am Manöver bin. Wir sehen uns gleich wieder. So Leute, da geht's weiter. Wir betreiben jetzt Airbraking. Nee, noch nicht. Okay. Aber schon leicht, sagen wir so. Die Apoapsis schrumpft schon, denn wir kommen jetzt langsam wieder in die Atmosphäre und von daher. Warum sind wir so scheiße ausgerichtet? Das möchte ich nicht. Ich möchte gerne. Huch, geht. Ach so, ich bin auf vierfacher Beschleunigung. Mich gerade gewundert, seit wann geht diese ab? Ich habe mein Manöver verpasst, das ist aber jetzt nicht so das Problem. Denn ich kann ganz einfach das nachbrennen, sagen wir so. Ja, jetzt kurz die Engines ausschalten und diese Tanks freigeben. Und den Rest werden wir mit RCS bremsen. Denn das funktioniert auch einwandfrei. So. Darauf ausgerichtet, dann nach hier wechseln, ACS an und L drücken und wie man sieht, nee, ich glaube bei der Landung bringt es nicht so viel was, aber man sieht die Geschwindigkeit, wie langsam sie jetzt sinkt und wenn ich Gas gebe, sinkt sie schneller. Also oben im Orbit hätte es uns was gebracht. Da hätten wir ordentlich den Orbit verändern können. Aber halt hier unten ist das denn doch nicht so effektiv, wie ich gedacht hatte. Dann machen wir folgendes. Dann bremsen wir das Ding jetzt runter. Aber wie man sieht, es wird schon dieses Airbraking oder was das auch immer heißt, weil wir jetzt in diese Atmosphäre kommen. Wie man hier sieht, der Orbit schrumpft ohne mein Zutun.
Und ich hoffe mal, dass ich auf Land lande. Dazu muss ich eigentlich bloß diesen Fleck überwinden und dann funktioniert es auch. Ja, das Ding hier kann ich jetzt entfernen. Und es sieht aber gut aus. So, hier kommt dieser Effekt, den hatte ich fast So, wenn ich jetzt SAS ausnehme, wird er sich auf diesen Punkt ausrichten. So, diesen Wasserpunkt haben wir gleich überquert. Und dann kann ich auch meine Fallschirme rausmachen und probieren zu bremsen. So, stabilisiere dich mal darauf, bitte. Dann Fallschirme raus. Ich hoffe, dass das Ding mit den Fallschirmen auch hilft. Ein Gebirge. Was habe ich immer mit meinen Gebirgen? Auf Minmus lande ich im Gebirge, hier lande ich im Gebirge. Alles gebirgige Landschaften. Ach so, ACS wollte ich noch. Und gut, jetzt bringt's nicht viel. Aber doch, jetzt bringt's. Aber nicht so viel. Intake Air, ja, Liquid Fuel haben wir noch ein bisschen, das heißt, da könnten wir zur Not noch abbremsen. So. Schön abbremsen. Hoffentlich hält meine Konstruktion stand. Das mit den Fallschirmen habe ich nie getestet. Ist alles nur Theorie. Also von daher... Von daher ist das hoffentlich nicht so schlimm. Wir müssen bloß auf unter 80 oder 80 kommen, bis wir bei 500 sind, und dann funktioniert das alles schon, aber hier ist ein Berg. Ja! Er hat funktioniert, die Fallschirme. Sie haben funktioniert ohne mein Zutun. Gott sei Dank. Ja, und jetzt mit 6,4 Meter ist das einmal frei hier mit dem Landen. Ich speichere mal kurz. Ach, Violent. Ja, ja. Ach so. Wie man sieht, das Ding hier oben, das ist lustig. Das wackelt so schön immer hin und her. Eine Art Stoßdämpfer. Ja. Das ist lustig. So. Dann glaube ich mal, dass dieser Part auch schon wieder ein Stückchen... Oh, wir können sogar auf Schrägen landen. Ein Stückchen lang geworden ist. So, ich will nur zeigen, dass der auch aussteigen kann. Zwar ein bisschen lustig auch wieder aufsteigen. Aber, naja, und die Leiter geht im Boden. EVA. Huch. Also aussteigen kann er nur komisch. Butsch. Ja, das verstehe ich nicht, weil wenn man beim Aufsteigen jetzt mal hinguckt, da sieht das... Der macht hier oben, weiß ich, unten so einen komischen Walk. So. Da braucht er sich nicht festhalten, da hält er sich an der Luft fest. Und ja, damit würde ich sagen, haben wir... Ah, ich steige aus, weil ich... Oh, mich daneben stellen. Ja, ja, steige aus. Komm. Uah. Ja, mit dem Aussteigen, das geht, sagen wir es mal. So, ich hoffe, da ich es hier auf Körben geschafft habe zu starten und erfolgreich zu landen. Ich werde die Rakete natürlich unten eine andere Rakete ranmachen, um die hochzuschießen, aber wenn wir gelandet sind, was wir hier geschafft haben, können wir auf Dune hoffentlich auch schaffen und starten, weil wir von Kerbin einmal gestartet sind, im stabilen Orbit gewesen sind, können wir es hoffentlich auf Dune auch. Denn ich möchte sagen, da ist alles ein bisschen niedriger, die Anziehungskraft und so weiter. Also, wenn ich da falsch liege, könnt ihr es mal schreiben. Aber ich denke mal, dass wir das denn gut schaffen. Diese Rakete gibt es als Download. Wenn ich es heute nicht drin habe, den Download-Link, kommt das spätestens morgen. Ja,
Damit verabschiede ich mich schon von euch. Hoffe, der Part ist für euch nicht zu lang. Und ja, viel Spaß beim was immer ihr gerade macht. Bye bye und bis zum nächsten Mal. Euer MC Arsch. Und kleine Info noch, beim nächsten Part geht's weiter mit Bauen dieses Mittelstück. Und mal gucken, ob da noch ein paar andere Parts kommen. Also, bye bye, bis zum nächsten Mal.